Das war das Jahr 73. Meine Zeit war die Lehrzeit im Transformatorenwerk. Und wir hatten ja wohnen auch, also sollten ja auch unser Lehrlingswohnheim so betreuen, aber wir wurden auch bei mehreren Veranstaltungen so eingesetzt, wo wir eben so zu erscheinen hatten. Aber es war auch gerne gegangen, haben Bands gespielt und ich glaube mich zu so erinnern, dass ich da in KWO Clubhaus, das so an der Spree in Schöneweide liegt, hinter dem heutigen WF, da war auch Jugendtanz und so mal später, dass da eine Veranstaltung war mit ein paar Bands, so, man nannte das immer politische Lieder, ich habe es ja immer so eine Festivals, wo dann ein paar Gruppen gespielt haben und da waren unter anderem eine Truppe aus Griechenland, Delegation damals, der etwas bessere Begriff und naja, so, man hatte sich so auf den ersten Blick so ein bisschen verliebt, aber jeder hat ja dann wieder seine Aufgaben gehabt danach und dann wir treffen uns, welchen Tag, weiß ich nicht, sag mal um 16 Uhr an der Weltzeituhr am Alex und ja, auf jeden Fall. So, also ich kam erstmal auch bestimmt eine Stunde später, weil ich irgendwie nicht so meine freie Zeiteinteilung hatte und war natürlich keiner zu sehen, war ich sehr traurig. Ich habe immer mich so im Schattenkreis 2 Stunden bewegt, ist keiner gekommen und hatte aber gehört, dann am nächsten Tag, dass die griechische Mädel auch nach mir gesucht hatte, auch ein paar Stunden, also ich irgendwie wusste irgendwie, wir haben uns um Stunden verpasst und nie mehr im Leben, nie mehr gesehen. Ja, nie mehr gesehen und hin und wieder kommen da Sehnsüchte auf, wenn man daran denkt, in dieser Zeit. Was wäre, wenn gewesen? Man weiß es ja nicht, war ja politisch alles prekär, wenn man da in eine Beziehung eingegangen wäre.